Guten Morgen. Mit einem frisch gerührten Kaffee, der sich noch windet, beginne ich den Tag. Kaffee heiß, Kaffee gut. Und du hast eine Brezel. Mit nicht Salz, ja. Eine Brezel mit Nichtsalz. Ja. Mamas ist auch heiß. Und was hast du? Einen Becher? Arbeiten 4.0 von der Gewerkschaft? Babygewerkschaft? Ja. Das ist Papas Kamera. Musst du arbeiten? Nee, du arbeitest. Richtig. Geht gleich arbeiten. Gott sei Dank. So weit ist es noch nicht, dass wir unsere Kinder arbeiten schicken müssen. Nimm das aber Aber fast. Mensch, die Aufnahmen sind immer so leise. Ich weiß immer nicht, warum, wieso, weshalb. Ich habe keine Ahnung. Ob das leiser ist? Muss ich das Level vorher einstellen? Oh, muss ich mal drauf achten beim nächsten Mal. Ich habe ja das Sound-Level erhöht, aber es ist trotzdem so leise. Fällt mir jetzt gerade auf. Also die anderen sind ja lauter, aber auch bei YouTube, wenn ich jetzt bei YouTube über den Computer, der sowieso schon leise ist, sind die anderen Aufnahmen, aber die anderen Videos lauter. Jetzt habe ich aber die Voreinstellung schon erhöht und es ist trotzdem immer noch leiser oder noch leiser oder was. Ich weiß ja nicht. Alles rausbringen dauert, ey. Das ist ein Wahnsinn, was man hier am Räumen ist. Glaubt eigentlich kein Mensch. Jetzt bin ich gleich fertig mit allem rauszubringen und dann ich vielleicht kurz hinter den Rasen springen. Oder Mama ist da und wir trinken den Kaffee zusammen aus. Das ist ja auch mal ganz schön. Ich habe noch den Kaffee, sie hat noch den Kaffee. Ich habe mir von Maus mal. Machen wir das jetzt. Also bis 11 Uhr haben wir ja mal Zeit, bis die ersten Leute so kommen. Heute kommt hoffentlich das richtige Vorderrad. Ey, ich habe mich total verplant. Irgendwie gedacht, das wollen sie so geil. Klick, klick. Und das mache ich ja immer nachts um 0 Uhr oder nach dem Schneiden noch. Also wirklich nach 0 Uhr. Liegt dann noch, wenn ich noch im Bett liege, dann mache ich noch mal einen Computer, einen Laptop auf den Schoß, dann schlafe ich fast ein, aber dann mache ich die Bestellung. Dann kommt sowas dabei raus. Dann haben wir jetzt einen 26 statt einen 28er bestellt. Einfach mal nicht hingeguckt richtig und dann. Egal. Ich hab drin zu tun. Kameradenschwein. Du bist gemein, ich hab ehrlich überlegt. Du hast gesagt, ich soll nicht. Hier. Schick mir so blöde Nachrichten. Jetzt hast du mir ein Foto geschickt, ich guck mir das an. Nee. Und dann ist das so ein blödes Bild. Beginne den Tag mit einem Lächeln und dann hast du gewonnen. So ein Blumen, so ein Blumenbild. Aus dem Internet so ein Scheiß. Ist das Quatsch? Das interessiert mich doch gar nicht. Deswegen hat die mir Charlie Chaplins Weisheiten geschickt. Schön. Ja. Tommy, mach die Leute glücklich. Die andere kenne ich aus der Kita, die ist da auch. Die lange. Was ist mit der los? Der Typ war hier vor 2 Tagen. Sagt ja, meiner Freundin ist das zu hoch, die hat sich das gekauft. Aber erzählt mir diese Story genauso. Und jetzt kommt hier an, schon. Lenker kam mir nicht bekannt vor. Habe ich dann auch so. Nee, das hat sie ja getauscht, hat sie ja gesagt. Hat sie getauscht. Nächster Reifenwechseltermin am 10. August. Wieso? Das ist ja unglaublich. Gestern habe ich noch drüber geredet. Platter Reifen eine Woche. Gestern habe ich noch drüber geredet, heute ist es so. Heute kommt einer an und bestätigt mir wieder mal, es ist so. Wir wechseln sofort. Ja, aber wahrscheinlich wollen die das auch so machen. Die sammeln. Und dann kommt einer, ein Schrauber, der macht dann kommt ein Schrauber, der macht das ganz genau. Und dann geben sie das raus. Dann sparen sie sich sozusagen 5 Tage Arbeits. Lohnkosten, sondern haben nur einen gesammelt. Genau.
Jo, kommt mal mit. Heute fing es ein bisschen früher an mit Aufträgen. Ist ja auch nicht so verkehrt. Platter Reifen, naja. Ist jetzt nicht wirklich so, dass man sagt, jibbi, Auftrag. Aber es ist ein Auftrag. Und den machen wir jetzt. Dann schauen wir mal. Dann haben wir schon den nächsten interessanten Auftrag. Da war nämlich vorgestern, glaube ich, einer da. Und meinte, ja, meine Frau ist vorne, der Vorbau zu hoch. Hört sich jetzt falsch an, aber also am Fahrrad der Vorbau zu hoch. Der müsste runter und der geht nicht. Und das gucken wir uns länger nach an. Das ist nämlich sehr mysteriös. Denn die Frau ist ja nicht verheiratet, sozusagen. So habe ich jetzt gerade mitgekriegt. Aber ihr Mann war niemals hier. Ganz kuriose Geschichte wieder. Hi. How? So, I got some tires. I don't know if they're what I wish. Huh? I don't know if they're what I was really looking for, but we'll see. You can tell me. I said to them, I'm like, I really want puncture-proof tires. Like, I want to make sure that they're really, like, good protection. Are they okay? Because there were ones there for 20, the 25 and the 23. But then they said, if you want something that's good protection, that's fast. What? What? Yeah, no, it's okay, no? It's okay. It's a plus. Give me this one. Hmm? Yeah, plus something. So. Plus. So that's like extra protection, no? Extra protection. Okay. Not really. You know, it's also light. It's not so heavy. It's okay. Okay. For this price, it's okay. Yeah? Alright. So the tube inside is okay. I don't know. I got two new tubes anyway. Oh, okay. Maybe I'll just leave them with you and then. Okay. Oh, it's expensive. Yeah? Ay. Na ja. 7 euros here. One of these, but. Yeah, but yeah. That's a normal price, but yeah. How much are yours? 7. Yours are 7? Yeah, but it's okay. It's okay. Hey, guck mal, 9 euro in Schlauch. 9 euro. Und ich eier hier rum 7 Euro, warum so teuer? Ja, fickt euch doch, dann geht doch zur Zentralrad. 9 Euro ein Schlauch. Flip aus. 10. August wechseln wir hier die Reifen. Wir verkaufen dir die heute und wir wechseln dir die am 10. August. Supersport Plus, wir wechseln sie nicht heute. Stefan, 1 Million. Der Reifen kostet 22 Euro, die verkaufen die für 25. Die Schläuche kosten 7 Euro, die verkaufen die für 9 Euro. Sind eine Riesenfirma, machen Riesengeld, ist unglaublich. Und jeder zahlt. Und hier kommen sie an und Rabatt. Gibt es keinen Rabatt mehr. Da könnt ihr alle fessen. Hier zur Zentralrad zeige ich jetzt mal. Hier zur Zentralrad. Das ist besonders gut. Günstig und schnell und alles. So, jetzt. Genug gekotzt heute. Jetzt hier. Kotzrad. Das war das Rad, wenn ihr euch erinnert. Ich weiß ja nicht, ob ich da noch von im Vlog was drin gelassen habe. Vor 2 Tagen oder so. War ein Mann hier, der meinte, meine Frau hat das Rad gekauft. Das ist zu hoch. Jetzt muss der Lenker rein, der Vorbau rein. Und ich weiß nicht, warum der da drin steckt. Der geht jetzt nicht mehr rein. Logischerweise müsste er reingehen, aber geht nicht mehr rein. Jetzt kommt sie heute an und meint, nee, war überhaupt keiner. Das war der Verkäufer, der das verkaufen wollte. Und der hat das ihr mit der Bedingung verkauft, oder sie hat es nur mit der Bedingung gekauft, dass es zu verstellen geht. Und das war das Problem. Und wir haben es nicht hingekriegt und dann war scheiße. So, jetzt stehen wir alle da, wie Blaseblub. Ich baue jetzt hier das Vorderrad aus. Also der, sprich, Problem. Vorbau steckt im Gabelschaft fest, lässt sich nicht mehr bewegen. Der ist das Problem. Also, ich baue Vorderrad aus, ich baue die Bremse ab, Schutzblech ab und dann
werde ich das in den Schraubstock hier einspannen. Ja? Und hoffe, dass ich es dann mit so rausgearbeitet kriege. So. Gucken wir mal. So, ich beginne. Ja, vielleicht mache ich die mal hier hin, vielleicht mache ich die auch da hin, vielleicht mache ich die auch hier hin. Ich weiß ja nicht, vielleicht mache ich die auch hier hin. Irgendwo da mal hin. Vorderrad raus. Das haben sie jetzt schon in einem Fahrradladen gestern probiert. 2 Stunden lang. Und haben es nicht hinbekommen. Jetzt probiert es der Tommy nochmal auf seine Art und Weise. Und hoffentlich klappt das. Dass sie letztlich dann bei mir wieder landet. Ohne dass wir voneinander wissen, dass der andere schon da war mit dem Rad. Vielleicht kenne ich das Rad. Das ist natürlich auch ein Ding. Hallo. Ja, bitte. Ja. Ich habe so ein Lastenrad, ne? Aus den 70er Jahren. Das vorne noch so ein Mopedreifen hat. Ja. Mit einer Trommelbremse. Ja. Und die ist mir gestern abgekackt. Was heißt das? Ja, ich habe total blockiert. Ich habe einmal gebremst. Ja. Dann ist da irgendwas mit dem Bauanzug oder so passiert. Dann, und danach hat das blockiert. Und ich habe das gerade hier bei der Ankerklause abgeholt. Ne? Ja. Da hat sich dann praktisch der Bauanzug ein paar Mal rumgewickelt und der Teil. Da ist der Anker rausgerissen hier oben. Ja, der ist auch rausgerissen, ja. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin da ein totaler Vollidiot. Einmal zurückdrehen, Vorderrad locker machen. Zurückdrehen, die Schelle wieder ranmachen. Die Schelle ist ja abgerissen. Naja, eine andere Schelle ran muss dann. Und dann weiter gucken. Klar, wenn das jetzt unter Spannung steht, ist der Zug natürlich gezogen und du kannst das Ding natürlich. Um das Ding überhaupt irgendwie hierher rollen zu können, naja, habe ich das Ding durchgeschnitten, den Bautenzug. Warum denn das? Ja, weil ich nicht wusste. Mann! Ja, wie soll ich das? Ich musste das ja irgendwie hierher bewegen. Na, angucken! Ja, aber ich habe dann noch ein anderes Problem. Ja, jetzt. Weil jetzt macht das Vorderrad. Ja? Extrem viel Neues. Geräusch gemacht. Grundsätzlich bei Trommelbremse und sowas. Ja, ich habe hier keine Ahnung. Ich bin ja. Wo bist du denn? Ja, warte, ich bin ja Musiker. Ist doch keine Ausrede. Scheiße, mal diese Ausrede. Ich bin ja Musiker. Ich habe keine Ahnung von dem Kampf. Also von dem. Ja, genau. Ne? Abgerissen, rumgerutscht. Heuschrecke hast du so mitgebracht. Hättest du ruhig am Kanal lassen können. Was soll die denn hier? Ja, nee. Das ist ja einwandfrei, es ist ja 100% Motorradnahme. Ja? Ja? Weiß ich nicht. Ja, ist es. Und damit gehst du mal hier um die Ecke zu dem Simson-Händler. Ja. Weil der hat auch die Teile da und so. Das hier, das Geräusch, ja, ist das Schutzblech. Ach so. Alles klar. So. Gelöst. Diesmal seltsam ich mit solchen Dingen. Du bist doch Musiker, mit Geräuschen musst du umgehen können. Mit Geräuschen ist gut, aber das ist ein Hamster gesagt. Kannst du einen Song draus machen? Den Fahrrad. Scratch-Song. Ja, den Moped-Reifen-Fahrrad-Sound. Genau. Hallo. Ich habe da mal eine kurze Frage, ob du vielleicht noch mal kurz auf mein Vorderlicht gucken kannst, weil ich weiß nicht, ob man das Gehäuse aufkriegt oder nicht. Ist ja super. Na denn. Vorderlicht. Wieder was für den Müll. Berg. Aber das wird ja komplett recycelt. Das ist das Schöne. Achso, wir wollten ja weitermachen hier. Schutzbleche noch abbauen. Schutzblech noch ab. So. Ich muss doch rausgehen. Kann ja sein, dass hier das Ding hier einfach hier drin steckt. Und das Bad. Kann nicht sein. Muss raus. Weg. Ab.
schauen wir doch mal. So, ans Ende machen wir Gummis. Und in die Mitte kommt das Rad. Die Gabel. Zack. So, müsst ihr euch das vorstellen. So. So kommt es dann rein, eingespannt und dann geht es ab. So, für alle, die nicht wissen, wie man es macht, ich weiß es auch nicht. Aber probiert einfach mal so. Das ist halt ein ganz anderer Hebel. Jetzt haben wir mal einen Überblick hier. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. The whole fucking bike world. Ja, sehe ich trotzdem noch nicht, woran das liegt hier, dass es so ausartet. Da steckt doch irgendwas drin da unten. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Versteifung ist oder was das ist. Das muss ich doch mal rausholen. Für die Karte haben wir keinen Schlüssel. Jetzt muss ich den mal fragen, ob das eigentlich seine Richtigkeit hat. Ich meine, das hatten wir schon mal und Neumann hat das dann umgeschlüsselt. Mal aussortieren. Ich muss da auf jeden Fall mal nachfragen. Ja. Abschrauben. Den kann man nehmen. Lenker ist wieder drin. Bremse baue ich jetzt gerade an. Kommt Vorderrad wieder rein. Das mache ich jetzt als nächstes. Vorderrad. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Undercover. Super. Fertig. Jetzt checken wir mal, ob ihr das endlich klappt. Ja. Eindrucksvoll, ne? Überzeugende Vorstellung. Holst dir einen Originalteil. Also wenn du sie fahren willst. Wenn nicht, dann verkaufst du so, wie sie ist. Liebe Leute, hier also der Auftrag, der in einem anderen Fahrradladen erst am 10. August fertig ist. Und zwar in dem Fahrradladen, wo die gute Dame heute Morgen diese Mäntel gekauft hat. Und diese Schläuche. Wir nennen keine Namen. Wir zeigen nur das Preisschild. Ja. Am 10. August, dafür, dass sie heute kommt, das kauft und die sagen, ja, das können wir am 10. August einbauen, Termin zum 10. August. Was soll denn das? Was haben die da? Was ist da los? Unglaublich. Ich weiß auch nicht. Naja, wahrscheinlich ist es so, dass die wirklich irgendwie einen Schrauber immer nur zwei, dreimal die Woche kommen lassen oder so und dann die Aufträge sammeln. Also jetzt diesen Verkauf, was ich alle zusammen mache. Gucken wir mal.
Da gibt es diesen Verkauf, ne? Der da immer verkauft und nimmt die Aufträge an und so zeigt hier und da Sachen. Und dann gibt es halt die Leute, die reparieren. So, das ist halt stark getrennt voneinander, mal in den meisten Läden. Ist ja auch so, der Verkäufer, der reicht dann, oder eben der Berater reicht dann das Rad hinten in die Werkstatt und wird es repariert. Hier ist es eben anders. Hier ist alles aus einer Hand. Beratung, Verkauf, Service, alles. Mach ich und nur ich. Ja? Und deswegen, wenn die kommt mit dem Rad, Schlauchwechsel bitte zweimal. Ja, okay, kannst du nachher abholen. Ne? Fertig, aus. Dann wird es oben gleich gemacht. Zack, 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 zack. Dafür steht die Beratung und der Verkauf ein bisschen hinten an. Das ist ein bisschen schwierig dann, aber geht auch, wenn man will. Geht allerdings nur, weil ich auch so lange Öffnungszeiten habe. 12 Stunden jeden Tag. Dadurch ist das machbar. Dann ist das am gleichen Tag erledigt. Schön. So kann's gehen. Mensch, schade, ihr wünscht, dass es jetzt echt funktioniert, ey. Tja. Soll nicht sein. Soll nicht sein. Naja, vielleicht ist das auch so ein Zeichen. Mhm. Qualität findest du in den alten Leichen. Der war schön. Ja, musste sich reiben. Die Dinger sind, die sind nicht schlecht. Nein, na klar, es ist ja eine simple Technik eigentlich, also da ist ja nun noch nicht viel dran an so einem Ding. Im Gegensatz zu heute. Kaum wird das Elektronik, ist das von Arsch. Also ja? Das Scheißgerät da, wirklich, ja, mal ohne das Quatsch. Das gleiche ist das doch, das gab es da früher auch schon, aber diese, ich weiß nicht, ob das gut ist mit dem Verschweißen tatsächlich von dem ganzen Gelump. Klar, es ist wasserdicht, aber das war, ging ja früher auch ohne Verschweißen. Und dann waren die wesentlich unempfindlicher gegenüber Hitze, Überspannung, was auch immer. Naja. Funktioniert nicht. Ja. Registriert. Gesichtserkennung. Nee, es muss ein Schlüssel sein, weil das ist sehr alt, wo ich dran bin. Ich kann es nehmen, aber. Ich muss nochmal sortieren, ne? Kann ich zeigen? Doch. Super. Aber drei. Was ist das hier? Oder? 7. Okay. Geh das mal kurz reinbringen. Das nimmt mir ja sonst die ganze Sicht hier auf dich. Ach, wie süß. Ist das gut? Diese Verpackung, ey.
schaffe ich dir auf alle Fälle. Und alles Sparschwein ist gekommen. Zwei Micro-SD-Karten. Anuts Sparschwein. Und ich habe für 4,50 Euro noch eine Zeitschrift. Hast du gekauft? Ich hab... Naja, Fakt ist, dann kam sie an und meinte... Und meinte so... Hallo. Nee. Moped Spiegel. Wolfgang's Talk. Ja, Wolfgang's Talk. Ja, und dann noch so und so weiter und so weiter. Und die Theater da erstmal auf dem Amt los. Ja. Da hat der mein Jagdnachbar angerufen. Da hat der mein Jagdnachbar angerufen. Da. Ja, also gleich bei Gratulation. Ja. Also er hat sich alles Gute gewünscht. Ja. Ich gebe mich nach dem Examen. Ich gebe mich mal kurz abkühlen. Mach mal. Alle Güte, weil ich jetzt im Geburtstag jetzt habe, und ich bin dankbar für. Ich kenne ihn ja bei den Ämtern, er war ja auch mal, hat ja mal gearbeitet. Ich dachte, die können ja nicht mehr arbeiten, die müssen ja nicht mehr was zu machen. Da. Er sagte, er kriegt irgendwie was für 1000 Rente, er ist Pensionat. So. Er sagte, er könnte auch den Berlin-Pass kriegen, aber er will ja nicht. Was ich meine, ja. Mit 2000 Rente kriegst du den Berlin-Pass? Ja, ja, klar. Wie kommst du denn darauf? Wisst ihr, die hat er ja auch, weil er beim Senat gearbeitet hat. Gott. Komm ich her, muss mal Brille ansetzen. Du stehst oben mit Brille hoch. Ja, ich hab dich gar nicht gesehen, hinter deiner Brille. Für Härte hast du mich schon gut groß. Vor allem diese Swarovski-Flanke. Die Runden, das Ganze. Der Hammer, da kannst du ein Geschirrtuch einhängen. Ja, ist gut. Nee, ist auch so gut. Also, ist wirklich gut. Ich dachte, du hast so einen Cut in deinem Leben gemacht und jetzt ein ganz neues angefangen. Nee, ich wollte deswegen eine Sonnenbrille aufsetzen, die letzten Haare schon. Wenn die nicht die Tränen oben. Also, die hat die Sonne sticht so. Ja, ja, das ist geil. Und darum habe ich mich. Ich habe heute schon von dem wollte ich schön sagen. Ich habe doch Tropfen gekauft bei der Apotheke. Ja? Hast du Probleme mit den Augen? Mit dir? Ja klar, das kann er nie haben. Da muss man schön. Geht los jetzt mit dem Klimawandel. Ja, logisch. Die Schwächsten werden die Ersten sein. Ich habe gerade 3 Stunden im Hinterhof gesessen in der Sonne und ein Fahrrad gebaut. Hinterhof, wohl. Ja, Hinterhof. Dann kam ein Freund vorbei mit 2 Bier. Jetzt bin ich wieder da. Ich bin besoffen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist jetzt bereits fast, was weiß ich, wie viel Uhr? 10:45. Ich komme hier nie pünktlich raus. Das ist zum Kotzen, ey. Die ganze Zeit passiert ja nichts und dann abends sind so viele Leute da, dass mich das am Feierabend machen hindert. Obwohl nicht viel los ist. Gut, okay. Lass jetzt nicht ändern. Wir sehen uns bis morgen. Bis dann. Macht's gut. Ciao.